Schreckliche Story aus der Kinderklinik, die mich als Pflegekraft schon sprachlos gemacht hat. Kevin, bereite dringend den Schockraum vor, wir bekommen ein 6 Monate altes Baby. Was? So jung? Weißt du denn, was passiert ist? Noch nicht so genau, der Vater hat wohl den Rettungsdienst gerufen, die Kollegen mussten bereits vor Ort die Reanimation starten. Ja, alles klar, ich bereite alles vor. So, guten Tag, der Rettungsdienst, Reanimation läuft seit 20 Minuten, Patient ist maximal instabil. Mein Gott, wie sieht das Kind denn aus? Das hat ja überall Prellmarken. Der Vater wartet vor der Tür, der ist ein bisschen alkoholisiert, also ich bin mir nicht genau sicher, was da passiert ist. Kevin, ich kümmere mich ums Kind, klär du mal mit dem Vater ab, was genau passiert ist. Mein Gott, wie lange dauert das denn hier noch? Wollen Sie mir erstmal sagen, was passiert ist? Mann, das Blag hat geschrien und geschrien. Dann habe ich wohl einmal mehr zugeschlagen. Kevin, wir brauchen dich. Wir müssen schnellstmöglich in den OP. Das Kind hat den Bauch voller freier Flüssigkeit, anscheinend starke innere Verletzungen. Seht zu, dass ihr hinne macht. Ich will nach Hause, verdammt. Sie haben jetzt erstmal Sendepause. Ich bereite alles vor. So, ich setze jetzt den Schnitt an. Alles klar, ich hoffe, es gibt noch eine Chance für den kleinen Mann. Verdammt, das sieht gar nicht gut aus. Guten Tag, das Klinikum West hier. Wir brauchen dringend einen Streifenwagen. Wir haben den Verdacht einer Kindesmisshandlung. Schicken Sie bitte einen Leichenwagen mit. Das Kind hat es nicht überlebt.